uns geht es allen gut damit. Es kann jeder entscheiden, ob er jetzt auch als Mitarbeiter eine Maske weiterhin tragen will oder nicht. Das Gleiche gilt für die Kunden. Es ist sicher für die Menschen eine Form von einer Befreiung, die doch jetzt viele Monate angedauert hat. Und die Befreiung nicht, aber die Pflicht, diese Masken zu tragen. Es waren über 700 Tage diese Maskenpflicht eben im Handel bzw. im Lebensmittelhandel, so wie bei Ihnen. Wie reagieren jetzt Ihre Kunden eigentlich darauf, dass Sie jetzt auch wieder mal Gesichter sehen? Sie können wieder in Gesichter sehen und nicht nur in Masken. Natürlich ist es für jeden Menschen angenehm, in das Gesicht des anderen schauen zu können. Nur ich glaube, dass die Maskenpflicht sicher absolut seine Berechtigung gehabt hat. Jetzt, glaube ich, ist vorbei. Und wir haben alle wieder die Möglichkeit, jetzt einmal kurz oder hoffentlich auch länger durchschnaufen zu können. Wie geht es den Mitarbeitern? Ihr habt das schon ausprobiert. Man versteht sie wieder beim Sprechen, die Mitarbeiter. Das ist auch schön. Wenn man sich eine Dose Kaviar oder ein Stück Fisch kauft, dann versteht er auch wieder, was der Mitarbeiter sagt, denn die Maske ist weg. Wie geht es den Mitarbeitern eigentlich damit? Ich glaube, das ist das Gleiche, ob das jetzt ein Mitarbeiter ist oder ein Kunde. Man hat es am Anfang wirklich sehr schwer getan, auch auf die Weite herauszubekommen, was die Kunden wollen. Im Laufe der Zeit haben wir es schon erahnt, aber jetzt haben wir alle froh, dass es vorbei ist. Eine Frage noch, wie lange glauben Sie, haltet diese maskenfreie Zeit jetzt? Glauben Sie, dass die Maske im Lebensmittelhandel wiederkommt? Ich bin mir relativ sicher, dass die im Herbst, Winter wieder kommen wird, wenn einfach die Infektionszahlen wieder massiv steigen. Da hat es auch wieder seine Berechtigung. Aber jetzt haben wir frei.